So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anthem. So, ich war jetzt gerade hier nochmal ein bisschen so am Rumgucken, was sogar. Hab dann mal die Vorbesteller-Boni und die Boni für diese dicke Legion of Dawn Edition mal eingelöst und hab gesehen, ich habe hier so eine richtig fettes Präzisionsgewehr mit Stärke 18 gekriegt. Das auch noch ziemlich cool aussieht. Ja, das ist so die einzige Waffe, die ich gekriegt habe. Die ist halt legendär sogar. Und ich habe auch noch eine legendäre Abschussvorrichtung gekriegt, die auch noch richtig krass ist, die auch so einen Impuls macht. Packen wir auch, da hat es gleich das Ranger-Level erstmal richtig hochgehauen. Und ich glaube, wir Jetzt haben macht es nämlich auch langsam noch Spaß, Zeit Eindruck zu schinden. hier fett so ein Legion of Doom Buddy Kit gekriegt, was halt auch noch richtig geil aussieht. Das wollte ich jetzt mit euch einfach mal anziehen. Das sieht, oh, sieht das fett aus. Alt, schmutzig, Standard. Gibt es hier nicht irgendwie neu? Ich hätte gern eigentlich so gewöhnlich. Ankunftsanimation, Leuchtfackel klatschen, ungewöhnlich Mode, brauche ich nicht. Farbe, Beine, so, ist alles schon diese Legion of Doom Änderung, aber hier, das sieht doch fett aus. Der sieht doch jetzt richtig fett aus. Der Javelin. Das ist natürlich richtig geil. Dann wollen wir uns jetzt demnächst direkt mal eine neue Mission abholen und dann und dann einfach mal gucken, was wir machen. Wo haben wir denn hier noch eine neue Mission? Gucken wir mal. Achso, was sagt der Cortex? Was haben wir denn noch? Agentenmission. So sind Freelancer. Achso, zu Hor Yarrow im Fort zurückkehren. Die müssen wir nochmal abschließen. Ja, das mache ich jetzt mal. Sowas passiert dann halt, wenn man damit noch nicht so klar kam, dass man hier so ein Questlog hat, dass man hier eben noch mal nachträglich eben Freelancer. abschließen muss. Aber ist ja jetzt eigentlich nicht das Problem. Machen wir das eben, dann machen wir noch ein kleines Bisschenchen wieder, so wie gerade. Jetzt hören wir uns erstmal die Sehr gute Cutscene an. Arbeit da draußen mit den Arkanisten. Die Leute möchten glauben, dass die Freelancer ihnen den Rücken frei halten. Nach Freimark war dieser Glaube erschüttert. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wie geht es Freelancer Rife? Gut. Sie hat einen Wahnsinnskampf geliefert. Natürlich. Sie weiß, dass ich sauer wäre, von ihrer letzten Tat zu hören. Aber mein junger Freund, sie lebt. Das gibt eine verdammt gute Geschichte ab. Die Leute werden davon hören. Glaubst du, das wird hier etwas helfen? Oh ja. Also, Rife erholt sich in der Bar. Geh und red mit ihr. Ich halte die Augen nach Aufträgen offen. Keine Angst. Okay, dann haben wir hier jetzt so die Quest mal abgeschlossen. So, dann schauen wir jetzt nochmal eben hier im Cortex. Die haben wir Mal sehen. abgeschlossen. Die Festung Mine der Tyrannen. Das können wir auch machen, wie wir wollen. Kritische Ziele. Ja, wollen wir das mal einfach verfolgen? Dann machen wir mal so ein freies Spiel. Und checken mal ab, wie wir da so die Grabstätte der Legionäre finden. Also das scheint ja jetzt die kritische Mission zu sein, die nächste. Also ich tue jetzt mal die kritische Mission einfach so als Main Quests ab. Wäre jetzt so mein Gedanke einfach hinter der ganzen Geschichte. Und dass das die Main Quests sind. Und dann verfolgen wir die doch mal weiter. Gucken wir mal, wie weit wir das hier hinkriegen. Der jetzt geil aus, wenn wir jetzt dann gleich noch irgendwie mal so freischalten könnten, dass der noch neu aussieht und nicht so alt und abgenutzt. Das sind nicht natürlich verfolgte Missionen. Freies Spiel, genau. Ja, Leertaste, Expedition beginnen. Das geht, glaube ich, nicht im Privatmodus, das muss öffentlich sein. Deswegen schauen wir da einfach mal rein. Und ja, aber hier geht's. Hier wird man ja nicht immer dann zu denen hingeportet und die können nicht vorrennen und sonst was. Also insofern sollte das ja eigentlich alles soweit recht vernünftig gehen. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Aber wir werden sehen, wir werden sehen, inwiefern das so gut funktioniert.
So, ja, aber auch diese Ladezeiten im Spiel sind echt grausam. Die sind echt grausam. Naja, hilft nichts, kann man nichts machen. Muss er durch, der durch, wie so ein Kumpel von mir immer gerne sagt. Muss er durch, der durch. So, dann schauen wir doch gleich mal. Schmiede, Verbrauchsobjekte für Expeditionen und dann Javelin auf der nächsten Mission zu boosten. Ja, sowas kann man aber auch machen. Das hatte ich in der Demo gesehen, dass man einfach so Mission Booster quasi anfertigen kann. Dann wird der Javelin quasi für die eine Mission deutlich stärker. Das ist natürlich auch mal, je nachdem, wenn man mal so auf dem Raid geht oder gerade, glaube ich, später mit den schweren Schwierigkeitsstufen, ist das ziemlich Die gut. Legionäre unterstanden dem Befehl von Tarsis. Gut möglich, dass das Absolvieren ihrer Prüfung alle Grabstätten auf einmal öffnet. Okay, dann wollen wir noch mal schauen, wo müssen wir hinterher? Juhu! Ich fliege! Warte mal, ich glaube. Ja, das Grab der Schmiedin soll laut Prinzessin Sim hier irgendwo in der Nähe sein. Und deine Freundin Faye möchte wirklich gerne, dass du es findest. Falls möglich. Sims Informationen zufolge soll sich hier das Grab der Scharfschützin befinden. Das ist einer der Wächter, den du für Faith Plan finden sollst. Ja. Dann schauen wir da hinten nochmal, dass das Grab der Scharfschützin ist. Das ist es. Das Grab von Ivenia der Schmiede. Jo. Anwärter, vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionärin Ivenia. Wächterin der Dämmerung. Ah. Ihr wurdet beurteilt und für unzulänglich befunden. Unzulänglich. Okay, wir müssen noch 5 Weltereignisse machen. Okay. 5 Weltereignisse. Ich habe keine Ahnung, was Weltereignisse sind, aber finden wir raus. Okay. Aber jetzt haben wir schon mal die Herausforderung. Fliegen wir einfach mal durch und suchen noch die anderen Herausforderungen. Also, ich glaube hier diese Main Quest, das dauert noch ein bisschen. Bis sie da ein bisschen zu weit gekommen. So, das wollen wir übersetzen. Jetzt wissen wir auch, wie die Gräber aussehen. Okay, jetzt kann ich über den Cortex checken, wie weit ich bin. Das ist natürlich sehr praktisch, dass wir dann mal sehen und erkennen, was wie, wo wir mal so machen können. Was zu sammeln. Da ist auch noch einer. Generische. Und ungewöhnliches Ember ist sogar raus. Eisenstein. Mann, jetzt habe ich nicht das Eisenstein erhöht. Oh Mann. Naja, man muss ja immer mit der Jugend hier. Man muss ja immer schön fresh bleiben, ne? Und wie sagt die Oma bei uns in Radiowerbung immer, ich komme rüber und ich mache den nicen Steinhackbraten. Ich weiß nicht, ob ich das witzig oder traurig finden soll. Ich finde es sehr traurig, dass ich damit schon anfange. So, gibt es hier noch irgendwas anderes da? Also ich fliege ja echt einfach gerade mal so
Ach, hier hinten, das. Ich hab auf der Karte irgendwie noch mal so eine gerabte Kennzeichnung. Ich bin hier Richtung Norden raus. Oder ist das hier nur so wie vor? Nee, die kleinen Kollegen, die töte ich nicht nochmal. So fies bin ich nicht nochmal. Ich glaube, so kurz vor Überhitzung fliege ich da mal nicht so rüber. Das wäre, glaube ich, eine dezent doofe Idee. Dunkelfrost. Die Skorpedone haben anscheinend ein Nest hier draußen gebaut. Hallo und herzlich willkommen. Falls du danach suchen möchtest, Sims Informationen deuten darauf hin, dass sich das Schwert des Schwertmeisters hier in der Nähe befindet. World und scheinbar ist es für ihren Plan wichtig. Eine Truhe. Drop. Nice. Das gefällt. Okay, das waren zwei gewöhnliche Objekte. Besser als nichts. Das Grab von Schwertmeister Gades. So, dann haben wir das Grab gefunden. Anwärter, vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionär Gades. Okay, das ist ja schon mal besser. Ihr wurdet für unzulänglich befunden. Na, Ultima Siege und noch ein bisschen Nahkampf-Edition. Das sollten wir auch hinkriegen. Hallo, Schnucki! Und Zackchen! Und Schluck. Bumm. Jetzt kommen wir hier mit der Nahkampf-Eliminierung doch schon mal näher ran. Muss man ja auch nur mal wissen, dass man das machen muss. Dann kriegt man das ja auch ungelogen auch irgendwie verpackt. Dass man den Skorpedon dann auch mal. Skorpedon-Nest. Wir müssen es räumen. Ja, vielleicht sind das diese World Events. Ob wir die so triggern können, das ist die Frage. Machen wir das mal. Nummer 1 erledigt. Und du bist fertig. So, dann haben wir schon mal wieder ein paar Nahkampf-Kills. Achso, nachladen. Wäre ganz praktisch. Fantastisch! Der Teil wäre erledigt. Na komm. Die Situation ist kritisch. Wir müssen diese Bedrohung aus dem Weg räumen. Ja, die übrigens noch Blümchen. Wo sind die denn noch welche? Ah, da ist noch einer. Der hätte echt noch Bock hier. Das ist ja alles hier als Nahkampf-Kill da fehlen. Das ist natürlich auch wunderprächtig. Aber das soll einfach hinkriegen. Komm, zack. Sie ziehen sich zurück. Und zwar ziemlich überstürzt. Nur das Weltereignis abgeschossen. Ja, super. Das war doch World Event. Da haben wir doch schon mal eins. Okay, jetzt wissen wir auch, was World Events sind. Ich muss auch noch finden raus, keine Probleme. Und es gab aber hier noch eine schöne Kiste. Ein ungewöhnliches Objekt. Nice. Gut, also den haben wir. Dann fliegen wir mal in die Richtung, um da jetzt noch ein Grab zu finden. So. Aber die World Events sind im Freeplay. Das ist auch sehr, sehr gut zu wissen. Wusste ich halt vorher auch nicht.
Kreuzer freigeschaltet. Freelancer Loyalty 400 von 500. Ah, nice. Mats ernten. Und hier hinten ist gleich irgendwo wieder ein Grab sein. So, einmal kurz auf dem Weg noch Nahkampf-Kills mitnehmen, falls wir noch ein paar brauchen. Kann man doch. Okay. Die Wiebern gingen jetzt noch nicht. Könnte ich dann nicht aus der Luft holzen. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Okay, der ist da, aber weiter unten. Ich glaube, hier oben kann er nicht drüber fliegen. Nee. Da stallt er. Kommt durch. Ne, da muss ich hier irgendwo lang. Und hier durchfliegen. Weiß es nicht. Symbol und noch mehr Mats. So ist das doch wunderschön. So, noch ein ungewöhnliches Ember bei. Achso, das ist so ein nettes Viecher. Die kann man einfach mal. Das Gefühl, dass das mich irgendwie nicht so mag. Aber warum habe ich auch das Gefühl, dass ich hier irgendwie hier unten durch nicht dahin komme, wo ich will? Aber doch. Untergrundsee. Was gibt's da? Also oben auf der Map in der Mitte seht ihr ja dieses gelbe Symbol, was aussieht wie ein Tor. Das sind halt diese Wächterteile. Nice. Kriege ich jetzt gerade nämlich einfach mal hin. Und gucken. Richtig so in mir scheint verrückt zu sein. Also wenn ich so richtig in der Nähe wäre. Oh, da ist wieder so ein. Warte mal! Tessin hat uns eine dringende Nachricht über einen vermissten Agenten geschickt. Seine letzte Position ist markiert. Ah, wieder ein Meldereignis. Okay. Und das hier ist auch noch. Also, das Grab des Taktikers soll hier in der Gegend sein. Irgendwo. Kann überhaupt nicht Prinzessin Sinn. Vielleicht solltest du es für Faye und ihren Masterplan finden. Skorpedone, pass auf! Thank you.
nichts da. So, da haben wir es dann auch hingekriegt. Wir haben Second World Event abgeschlossen. Und das gab direkt noch eine ungewöhnliche Tour. Also, Weltereignisse plus 4 EP, ungewöhnliches Ember und dann auch noch ein ungewöhnliches Objekt. Ja, schauen wir mal, was das letzte gerade. Du hast es gefunden! Das kann man gerade dem Faktiker. Ja. Schauen wir mal. Die Prüfung von Legionär Karif ist abgeschlossen. Ihr seid würdig. Tretet ein, Anwärter, und entbietet dem Wächter euren Gruß. Ha, wir sind würdig. Man muss nur an genug Türen klopfen und dann wird man auch als würdig erkannt. Das ist doch gut. So, das war das Erste. Fehlen nur noch drei. Wir fanden ihn auf dem Schlachtfeld, die Körper gefallener Urgut kreisen um ihn wie Wellen um einen Teich, nachdem ein Kiet hineinfiel. Ungewöhnliches Ember, ein ungewöhnliches Objekt und ein gewöhnliches Objekt. Okay. So. Dann können wir wieder raus. Das ist doch schon mal schön. Das haben wir doch schon mal. Haben wir schon mal ein Gräbchen geschafft. Grab von Ivenia finden. Wir sind mal gespannt, wie lange wir dafür jetzt noch gleich rumfahren. Gespannt, ob hier hinten irgendwas. Nee. Ich stehe jetzt hier gerade auf der großen Map. Ah, hier ist die Map. Also, wir haben Grab von Atinia, Grab von Ivenia. Das ist ja hier, das ist ja direkt hier hin. Kann ich hier nicht einfach da respawnen oder so? Das wäre mal eine Frage. Also hier haben wir das Schrein. Grab von Gaines, Grab von Atinia, weil ich müsste jetzt hier wirklich einmal komplett hier wieder durch die Schlucht. Wir können auch da einfach den Fluss entlang folgen. Vielleicht können wir dann noch ein paar World-Ereignisse oder so abschließen. Dann folgen wir einfach mal hier den Fluss entlang. Vor allem
Und den können wir auch die ganze Zeit fliegen, wenn wir so schön nah über den Fluss fliegen, kühlt das ab. Oder halt zwischendurch dann mal durch so einen Wasserfall. Alter, sieht das geil aus. Das kam jetzt ja mal ziemlich cool. Gewaltiger Anstieg an Gestalterenergie. Die Quelle sollte in der Nähe sein. Noch ein World Event. Nehmen wir doch mit. Schlüpft da bald was raus? Sei einfach nur vorsichtig. Hier liegen überall Gestalterfragmente rum. Dann machen wir nochmal das World Event hier. Gut, weiter zum nächsten Ziel. Warum wollen wir die ganzen Verbände bergen? Ich glaube, das Einzige, was halt nerven wird, sind die Skorpedone. Aber ich dachte, dass da mehr da sind. Was ist hier? Ah ja. Ja, wenn die ein bisschen nervig werden, mach ich hier. Prüfung von Garnis abgeschlossen, ja, okay. Haben wir doch schon wieder was. Dann können wir das Grab von Gannis erkunden. So. Okay. Das war's. Ich sag dir nach Kanisten Bescheid. Jetzt wird ihm gefallen. Da finden wir nochmal das Kistchen. Dann nehmen wir noch. Herausforderung abgeschlossen. Aus Kommate 1. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, hier diesen geilen Tunnel. Täglich Wäldereignisse. Die Daily Wäldereignisse Herausforderung. Okay, das gab von Linie müssen wir noch finden und das gab von Garnis können wir jetzt dann erkunden. Da haben wir jetzt dann die Herausforderung auch abgeschlossen. Also es wird heute doch mal eine etwas längere Folge, wie ich merke. Guck mal gerade. Wo sind wir gerade? Ach ja, wir sind ja recht straight hier unterwegs. Naja. Wir sind ja hier recht straight unterwegs, was es angeht. Insofern. Es geht doch alles. Schön mitnehmen. Oh, auch noch 250 Münzen. Das heißt, das ist Kohle für neue Skins und sowas. Und das gefällt auch. Dann bin ich mal zufrieden. Wobei ich finde diesen Dawn Skin hier eigentlich ziemlich cool. Den Legion of Dawn Skin. Ich bin gespannt, ob sich das gelohnt hat, sich den zu holen. So, da haben wir jetzt dann noch mal wieder ein World Event. Das kann nichts Gutes heißen. Scar umkloppen. Wo sind wir, Scar? Mal die Hallo-Höhle. Puff. Ein ins Gesicht. Ach ja, komm. Das Relikt ist instabil. Okay. Das Relikt hat zerlegt. Das war ja irgendwie klar, dass ich das schon gesehen habe. Steine Zeit zum Entspannen. Sie werden versuchen, sich neu zu formieren. Okay. Ich hab schon ein Fragment. Dann wollen wir die mal wieder. Okay, eins hätten wir. Das Ding mal wieder zusammenbauen. Wir müssen alle Fragmente in der Nähe finden und sie zum Gestalterdelikt zurückbringen, um es einzudämmen.
Ah, endlich! Jetzt kommen wir zu den Gestalterin. Die brauchen wir die. Die ist da raus. Ich habe mich schon gefragt, wann das mal passiert. Weil das ist ja eigentlich so im allerersten Ding so gewesen, dass wir aus dem Gestalterpapier kommen. Ja, aber das ist doch mal jetzt hier ganz cool. Wieder eins mehr. Da, Ska, mach dich bereit. Gucken wir erstmal jetzt hier, dass hier noch was hier hinten liegt. Das ist schon mal weg. Mächtiger Ska, komm schnell näher. Viel Glück. Ja. Wie geil die sind. Mächtiger Ska, komm näher. Viel Glück. Reicht. Herzlichen Glückwunsch. Eisberg voraus, viel Glück. Scheint, als hätte sich die Lage durch dich beruhigt. Eine echte Erleichterung. Das Wort hat glücklich auf seiner Seite zu haben. Verteilt. So, wo ist die Truhe? Der war ganz schön tight, muss ich ja sagen. So, ein bisschen ungewöhnliches Ember. Noch ein ungewöhnliches Objekt. So, jetzt wollte ich nochmal gucken, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt habe ich mich hier gerade ein bisschen bewegt. Hier geradeaus durch. So geht es uns weiter. Jetzt hier durch und jetzt nach rechts hoch. Lass mich gar nicht mehr rechts hoch kommen, hier drüber doch. Jetzt ist da vor Tarsis. Genau. Gut, jetzt sind wir schon mal wieder bei vor Tarsis.
dass wir hier mal das Dingens quasi, das letzte Grab finden. Auf der Karte eingezeichnet, geradeaus. Freelancer braucht Unterstützung. Wenn das jemand hört, bitte antworten. Das okay. Klingt nicht gut. Wir sollten uns das ansehen. Das ist, glaube ich, das letzte World Event, was wir brauchen. Und wieder Skarbe 7. Achso, und da unten ist dann auch der letzte. Deswegen her. Also Scar-Verstärkung besiegen. Wir haben Probleme. Die werden das Fragment nicht bekommen. Wollen wir mal gucken, wie kommt. Schön. Da hätte ich die Kuh im World Event abgeschlossen. Du bist gerade rechtzeitig gekommen. Ich war mir nicht sicher, ob ich da nicht rauskomme. Martinas Herausforderung ist jetzt auch abgeschlossen. Und jetzt müssen wir noch das Grab von Ivenia finden. Das ist jetzt das, was hier unten, das hier, Grab von Ivenia. Also ein bisschen umdrehen. Und muss doch jetzt hier schon grob angezeigt werden. Das müsste es sein. Ne? Wenn ich jetzt gerade drauf gucke, das ist genau das Grab. Das ist diese Map-Markierung da. Boah. Wenn man hinkommt. Ja, da ist total der Weg. Ne, da komme ich zum anderen Gang. Der Orientierungssinn ist hier echt noch ein bisschen schwer. Nee, ich muss wirklich in die andere Richtung. So rum. Und so rum, wenn ich hier rechts erstmal raus. Ist das echt der richtige Weg? Nee. Ich muss hier raus und dann hier. Hier und dann kann man hier irgendwo rechts durch. Angeblich. Oder rechts oben. Oder was ist hier dann? Oder hier rechts rum. So ein Vertrag ist drin. Nicht. Oder kann ich hier einfach. Wenn ich jetzt hier so lang fliege, jetzt müsste ich hier
Wie komme ich da hin? Bitte. Wie komme ich bitte schön dahin? Es müsste ja entweder muss ich hier lang kommen, aber hier ist ja Fortasis. Da komme ich ja nicht durch. Oder ich muss hier unten lang kommen. Also nochmal in die Höhle und hier weiter rein. Aber da geht's auch nicht lang. Oder geht das hier hinten rum? Das kann auch sein, das kann ich nochmal probieren. Das ist hier noch ein kleiner Weg. Achso, ja, das ist hier jetzt wieder der Höhlendurchgang, genau. Und jetzt hier lang und irgendwo links geht's nicht, wo ich einkommen muss. Das heißt, ich fahre die Höhle mal weiter raus. Richtung dem Grab und guck hier einfach mal links rum. Ob ich denn hier irgendwo durchkomme. Hier ist so ein Wasserfall. Da komme ich nicht durch. Hier unten komme ich auch nicht lang. Da komme ich auch nicht durch, nein. Da haut man nicht nur den Kopf an. Aus. Jetzt stehe ich hier. Noch ein Stück weiter hinter mir. Hier irgendwie durch. Jetzt geht's jetzt durch. Anwärter, vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionären Ivenia, Wächterin der Dämmerung. Ihr wurdet beurteilt und für fähig befunden. Vielen, vielen Dank. Wunderschön. So gefällt mir das doch. Beurteilt und für fähig. Und dem zweiten Wächter wurde der Gruß entboten. Die Hälfte ist geschafft. Sollten die Sonne und die Sterne irgendwann Tag und Nacht nicht mehr erhellen, so werde ich wissen, dass es Athenia war, die sie vom Himmel geschossen hat. Okay. Dann mal wieder raus hier. Und dann... Es gab von Irenia fließen. Oh. Das ist ja echt eine lange Folge. Naja. So, so. Ist das jetzt hier Richtung Graf von Ivenia? Ja. Jetzt geht's gerade auf dieses Grab zu. Ich muss da doch irgendwie so lang kommen. Andere Ahnung habe ich nicht. Nicht wie sonst. Da unten. So, aber bevor wir jetzt hier lange suchen, die Folge ist schon sehr, sehr lange, machen wir für heute Schluss und machen hier an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter und machen noch den Rest der Quest in einer wahrscheinlich kürzeren Folge. Die kommen dann noch beide am gleichen Tag. Also, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.